Kommen wir zum zweiten Nachruf. قال المصنف الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Sagte, zweitens, das ist der zweite Naqid, wer zwischen sich und Allah Vermittler aufstellt, die er anruft, sie nach der Fürsprache fragt oder bittet und sich auf sie verlässt. Dieser ist laut Konsens in den Unglauben gefallen und zum Käfer geworden. Ich habe in der Fußnote gesagt, Erläuterung, dieser zweite Naqid steht im Zusammenhang mit dem ersten. Aber der Autor hat ihn separat angeführt, weil er sehr weit verbreitet ist und viele Menschen davon betroffen sind. Das ist auch weiterhin großer Schirk, aber der Autor hat ihn alleine und nochmal extra angeführt. Und zwar, man stellt zwischen sich und zwischen Allah eine Wasita auf, also einen Vermittler auf. Ich habe in der Fußnote gesagt, zwischen sich und Allah Vermittler aufzustellen, teilt sich in unterschiedliche Kategorien auf. Erstens, die erste Kategorie, eine erlaubte Art der Vermittlung. Und diese sind die Propheten und die Gesandten, Friede sei auf ihnen. Diese sind Vermittler zwischen Allah und den Geschöpfen, um ihnen die Religion zu übermitteln und sie zu lehren. Allah tabaraka wa ta'ala hat Menschen auserwählt. Diese sind Propheten oder Gesandte. Er hat diese zu den Menschen geschickt oder zu den Menschen und den Geschöpfen geschickt, damit diese ihnen die Religion Allahs, also den Islam, übermitteln und damit sie die Menschen lehren. Und der Diener kann sich nicht erretten, außer durch die Befolgung der Leitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir können Allah und wir dürfen Allah nur auf diese Art und Weise anbeten und ihm nur auf diese Weise dienen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht und angeordnet hat. Und wer diese Art von Wasita, wer diese Art von Vermittlung leugnet, der hat Unglauben begangen. Also das ist nicht hier gemeint oder damit diese Art von Vermittlung ist nicht gemeint, was der Autor erwähnen möchte, sondern die nächste, die zweite Kategorie, zu der wir jetzt kommen. Er sagt ja die zweite Kategorie, die verbotene Art der Vermittlung, welche der Autor hier beabsichtigt, indem man sich Vermittler zwischen sich und Allah nimmt, damit diese zum Beispiel die Bedürfnisse Allah übermitteln und an ihn weiterreichen. So sollen diese Vermittler zum Beispiel das Bittgebet an Allah überbringen. Er sagt, ich kann nicht direkt Bittgebete zu Allah sprechen, ich brauche einen Vermittler. Dann kommt er zu irgendeinem Wali und er sagt, das sind meine Bittgebete, leite diese zum Beispiel an Allah weiter. Und das ist der Schirk der früheren Mushrikun. Die früheren Mushrikun haben bestätigt, dass Allah der Erschaffer ist und dass Allah der Versorger ist und dass Allah derjenige ist, zu dem sie zurückkehren. Aber was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, wir müssen zwischen uns und zwischen Allah Vermittler haben. Diese bringen uns Allah näher. Wir können nicht direkt mit Gebete an Allah sprechen. Deswegen heißt es im Koran, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ. In Bezug auf diese Vermittler sagten sie, wir dienen ihnen nur, damit sie uns Zutritt in Allahs Nähe verschaffen. Das ist der Schirk der früheren und auch vieler späteren Mushrikun. Das ist also die zweite Kategorie gewesen in Bezug auf die Vermittlung. Kommen wir zu der dritten Kategorie, dass man zum Beispiel einem Wali sagt, O Abdul Qadir, Abdul Qadir al-Jilani war ein rechtschaffener Mann und ein Gelehrter. Er hat im 5., 6. Jahrhundert, im 6. Jahrhundert nach der Hijra gelebt in Bagdad. Und viele Leute kommen zu seinem Grab und die sagen, O Abdul Qadir, bitte Allah für mich. Oder sie kommen zu anderen Gräbern, O Fulan, O so und so, bitte Allah für mich. Und diese Art und diese Kategorie von Vermittlung ist auch Kufr, der einen aus dem Islam befördert. Und es stimmt nicht, dass behauptet wird, Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, hätte diese Art nur als kleinen Schirk erwähnt, da er dies als Neuerung bezeichnete. Weil es gibt Wörter von Imam Ibn Taymiyyah, wo er diese Art von Vermittlung als Bid'a, als eine Neuerung darlegte. So heißt es in dem Buch
von Imam Ibn Taymiyyah, al-Raddu ala al-Bakri, er sagte, wa hadhihi al-Umur al-Mubtada'a min al-Aqwali ala maratib ab'aduha an al-Shar'i an yas'ala al-Mayyit hajatan aw yastaghitha bihi kama yaf'aluhu kathiru min al-Nas wa huwa min jinsi ibadati al-Asnam. Er erwähnte das am Anfang und dann sagte er diese Art von Frage, dass man jemanden an seinem Grab oder bei seinem Grab fragt. Er sagte, das ist eine erfundene Sache, das ist eine Neuerung, eine Bid'ah. Und dann sind die Leute gekommen und haben gesagt, schau, Ibn Taymiyyah hat gesagt Bid'ah. Wir sagen, ja, das stimmt. Auch der große Schirk ist Bid'ah. Aber was sagte Ibn Taymiyyah am Ende? Er sagte, und dies zählt zu der Art der Anbetung der Götzen. Also er nennt das am Anfang Bid'ah und am Ende nennt er das oder vergleicht er das mit der Anbetung der Ausnahmen, der Götzen. Von daher stimmt das nicht, was ihm zugeschrieben wird, dass er behauptet hätte, diese Art wäre kein großer Schirk. Und derjenige, der die Toten um Bittgebete bittet und sie zum Beispiel als Vermittler nimmt, das teilt sich in verschiedene Arten auf. Kommen wir zu diesen verschiedenen Arten. Insgesamt sind das zwei Arten. Die erste Art, er kommt zu einem Grab und er fragt den Toten in diesem Grab und bittet ihn, dass er sein Bittgebet weiterleitet. Das ist Schirk. Das ist großer Schirk aus einer Richtung. Und dieser ist zum Ungläubigen geworden, der das gemacht hat. Warum ist er zum Ungläubigen geworden? Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist, dass er jemand anderen außer Allah gefragt hat, wozu nur Allah imstande ist. Dieser Tote, dieser Begrabene, kann er dir jetzt helfen? Kann er dein Bittgebet hören? Ist er dazu imstande? Wir sagen, nein, er ist nicht imstande. Wäre er lebendig und er steht vor dir und dann sagst du zu ihm, zu diesem Mann, der vor dir steht, hilf mir beim Tragen dieser Sache. Ist er dazu imstande? Ja, dazu ist er imstande. In diesem Fall, das ist kein Schirk. Warum? Weil er dazu imstande ist. Aber der Tote, der Begrabene, er ist nicht dazu imstande, dass er deine Bittgebete erhört oder dir hilft. Und du fragst ihn und in Wirklichkeit braucht er dich. Du brauchst ihn nicht, er braucht dich. Warum braucht er dich? Er braucht dich, dass du zum Beispiel für ihn Bittgebete sprichst, dass du für ihn spendest, wenn er die Hajj noch nicht durchgeführt hat, dass du die Hajj für ihn durchführst. Was haben die Mushrikun gemacht? Sie haben das Ganze gedreht. Sie kommen zu demjenigen, der nichts machen kann, der sich selbst nicht helfen kann. Weil wenn er sich selbst helfen könnte, kann der Tote, was möchte jeder Tote? Jeder Tote möchte zurückkehren zur Dunya. Und er möchte nur eine gute Tat verrichten. Aber er kann das nicht. Und jetzt kommst du zu ihm, obwohl er sich selbst nicht helfen kann, kommst du zu ihm und du sagst, hilf mir. Nein, also diese Art, du kommst zu seinem Grab, das ist Schirk aus einer Sicht. Dann die zweite Art, barakallahu fikum. Die zweite Art ist, du bist zum Beispiel in deinem Land, du bist in Mekka oder du bist genau in Mekka und dann bittest du jemanden, der in Indien ist oder der in Marokko ist oder der im Irak ist, also in einem entfernten Land. Du bittest einen begrabenen Toten, der woanders ist, um Weiterleitung der Bittgebete. Derjenige, der das macht, der ist in den Unglauben gefallen. Und dies aus zwei Sichten, nicht nur aus einer Sicht, sondern aus zwei Sichten. Die erste Sicht, wie davor, er hat jemand anderen außer Allah um etwas gebeten, wozu nur Allah imstande ist. Und die zweite Sicht, er ist in den Unglauben gefallen, weil er glaubt und denkt, dieser Tote würde das Verborgene kennen und ihn von Weitem hören. Du bist jetzt hier in einem Land, du bist in Mekka und den du jetzt anrufst, er ist woanders. Selbst wenn er leben würde, dürftest du das nicht machen. Wie ist es dann mit einem Toten? Das ist wichtig, dass man manchmal in Bezug auf den Kufr dann auch sieht, aus wie vielen Sichten ist diese Person in den Kufr gefallen. Weil manche Leute, a'udhu billah, sie fallen in den Kufr und dies nicht nur aus einer Sicht, sondern aus verschiedenen Sichten. Und der Autor sagte, wer also zwischen sich und Allah Vermittler aufstellt, die er anruft, also die er bittet, oder sie nach der Fürsprache fragt und sich auf sie verlässt. Ich habe in der Fußnote gesagt,
nach der Fürsprache zu fragen, zählt auch zum Bittgebet. Und das ist auch mit in Begriff. Und die Bedingungen für die Fürsprache, was ist damit gemeint für die Fürsprache? Damit ist gemeint die Fürsprache im Jenseits. Dass du zum Beispiel im Jenseits von jemandem die Fürsprache erhältst. Und die Fürsprache, die Schafa'a im Jenseits, sie kommt nur zustande, wenn folgende Bedingungen gegeben sind. Erste Bedingung, dass Allah dem Fürsprecher erlaubt, Fürsprache einzulegen. Und Allah erlaubt dies nur dem Muwahhid, der den Tauhid verwirklicht hat. Diesen erlaubt er, dass sie zum Beispiel die Fürsprache für ihre Brüder und für ihre Eltern und für andere Muslime einlegen. Das ist die erste Bedingung, also dass Allah dies auch erlaubt. Und die zweite Bedingung ist die Zufriedenheit Allahs für den Fürsprache eingelegt werden soll. Und Allah ist damit nicht zufrieden, wer Schirk begangen hat und ein Ungläubiger ist. Jetzt gibt es jemanden, Allah hat ihm erlaubt, dass er die Fürsprache einlegt, aber nicht für jeden. Für den so und so zum Beispiel darf er keine Fürsprache einlegen, weil dieser in den Schirk gefallen ist. Dann habe ich noch erwähnt, weil der Autor sagte, dieser ist laut Konsens in den Unglauben gefallen. Was hat der Autor gemacht? Er führte hier den Konsens, also den Ijma' der Gelehrten an.